Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich habe euch im ersten Video die Arbeit mit einem Jungpferd an der Hand gezeigt und jetzt zeige ich euch die Arbeit mit einem Jungpferd unterm Sattel, das schon ein bisschen weiter ist als das andere. Das ist der Quickstep, das ist ein fast vierjähriger deutscher Reitpony-Wallach. Den habe ich als Absetzer gekauft, also so vor 3,5 Jahren und habe ihn letztes Jahr in den Stall geholt, um ihn dann hier anzureiten. Das heißt, wir arbeiten schon was länger miteinander. Ich sitze aber noch gar nicht so lange auf ihm drauf, weil er doch für alles auch ein bisschen länger braucht und auch so ein bisschen sensibel ist, was aber nicht schlimm ist. Die einen Pferde brauchen länger, die anderen verstehen es schneller. Der Quickstep ist so ziemlich genau ein Jahr älter als die Nori, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe. Deswegen ist er natürlich auch schon ein bisschen weiter und wie gesagt, arbeiten wir auch schon was länger zusammen. Ich mache es so, dass wenn ich mit den jungen Pferden, die gerade angeritten sind, auf den Reitplatz gehe, dass ich die erstmal noch eine Runde führe, damit ich einmal gucken kann, ob es schon irgendwelche Stellen gibt, die problematisch sind oder ob die Pferde mal irgendwo gucken wollen. Es ist auch schön, wenn die den Reitplatz einmal rechte und linke Hand gesehen haben, bevor ich mich da drauf setze. Und mit der Zeit, wenn das dann routinierter wird beim Reiten, kann man das natürlich auch dann auslassen. Aber ich mache das eigentlich ganz gerne so am Anfang einer Reiteinheit. Damit legen wir jetzt erstmal los. Viel Spaß! So, ich schaue also, wenn ich dann hier so ein Ründchen rechts rum, links rum einmal um den Reitplatz gehe. Es gibt ja relativ viel, wonach man gucken kann, wobei der das eigentlich auch alles schon kennen sollte. Hier, der kennt den Reitplatz ja auch. Dass ich relativ energielos laufe, was aber nicht heißt, dass ich irgendwie mich klein mache und unterwürfig dem Pferd gegenüber bin, sondern dass ich einfach versuche, keine Spannung in meinen Körper zu bringen, um ein sensibles Pferd oder ein Pferd, was vielleicht mehr guckt oder mehr sieht, nicht noch zusätzlich meine Spannung, meine Energie ins Pferd zu bringen. Also ich versuche einfach die Energie, die ich sowieso schon in mir habe. Ich bin eher so ein energiegeladener Mensch, statt jemand, der so Pferde runterbringt. Versuche ich meine Energie einfach rauszulassen, zu erden sozusagen und dem Pferd nicht den Anlass zu geben, meine Spannung in sich aufzunehmen, indem ich jetzt zum Beispiel so gehen würde, sehr angespannt. Dann guckt das Pferd auch direkt mehr und wird ein bisschen flotter und schaut mehr. Deswegen versuche ich einfach etwas gelassener zu laufen, etwas ruhiger zu laufen, irgendwelche Anspannungen, die vielleicht in mir sind, einfach rauszulassen und dem Pferd halt keinen Anlass zu geben, sich über irgendwas aufzuregen. Jetzt wechseln wir einmal die Hand. Man unterschätzt nämlich, wie viel man selber von seiner eigenen Gefühlswelt, seiner eigenen Gedankenwelt, Anspannung oder sonstiges in das Pferd überträgt. Also gerade wenn man mit einem jungen Pferd arbeitet, ist es halt total wichtig, dass man vorher alle Emotionen, die man hat und alle Gedanken und Sorgen und Probleme versucht, so ein bisschen wegzulassen, weil sich vieles, worüber man sich vielleicht Sorgen macht oder was einen aufregt, in das Pferd überträgt. Und gerade bei einem jungen Pferd, gerade bei einem sensiblen Pferd wie ihm, ist es eben so, dass er auch viel spiegelt. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, kann man fast davon ausgehen, dass wir dann gemeinsam einen schlechten Tag haben. Und deswegen ist die Jungpferdearbeit manchmal auch so anspruchsvoll, weil das Pferd eben ganz viel von dem übernimmt, was man selber so im Kopf und in den Gedanken hat. Also man kann relativ wenig verbergen. Und deswegen muss man das üben, sich selber ein bisschen zu erden und die Energie rauszunehmen, bevor man mit dem jungen Pferd arbeitet. So, jetzt haben wir einmal alles gesehen. Keine Eskapaden. Dann können wir auch mal aufsteigen. Ich übe das mit ihm zwar auch mit Aufstiegshilfe, aber ich habe festgestellt, dass er es lieber mag, wenn man tatsächlich vom Boden aufsteigt. An der Aufstiegshilfe ist er manchmal so ein bisschen unsicher, was nicht heißt, dass wir da nicht auch aufsteigen können. Aber ich nutze am Anfang gerne den Weg, der dem Pferd lieber ist. Und dann kann man das mit der Aufstiegshilfe auch wieder weiter vertiefen. Wichtig ist auch, wenn man nachgegurtet hat, dass man noch ein paar Schritte geht, damit das Pferd, gerade das junge Pferd, keinen Gurtzwang entwickelt. Ich muss aber sagen, ich habe eben schon so fest gegurtet und bin ja jetzt mal ein paar Runden gelaufen, dass es eigentlich okay sein müsste. Mir ist wichtig, dass das junge Pferd eben einfach stehen bleibt, nicht vor und zurück läuft. So, aber sollte mir genau wie die Nori nicht seinen Kopf ins Gesicht stecken, das ist mir auch ganz wichtig, einfach wegen Unfallverhütung. So, ansonsten soll der ruhig stehen, auch während ich aufsteige. Wenn er einen Schritt zurückgeht, gehe ich mit einem Schritt zurück und warte, bis er wieder ruhig steht. Dann kann ich den Zügel aufnehmen, dann warte ich wieder, bis er ruhig steht, damit er direkt merkt, stehen wird belohnt und gehen hat halt quasi kein Ziel, keine Auswirkung. Brav, super!
Gut. Sehr brav, ne? So. Kann man das... Wichtig, dass sie dann auch stehen. Kann man das Pferdchen mal loben. So, genau. Ich möchte ihn gar nicht antrainieren, dass wenn ich aufsteige, dass es halt direkt losgeht, dass direkt losgelaufen wird, sondern dass wir erstmal einmal kurz Ruhe haben. Auch wenn so ein Pferdchen natürlich gerne direkt los würde. Da habe ich auch mehrere von. Das macht mein Tino auch. Kann ich auch so die Gerte rausziehen. Das ist mir auch wichtig. Das habe ich auch geübt mit ihm, dass ich hier die Gerte benutzen kann, ohne dass er jetzt direkt losschießt oder da übersensibel ist. Aber eigentlich kennt er die Gerte halt auch ganz gut, ne? So. Brav. Fein. So. Dann reite ich jetzt mal los mit ihm. Ja, komm. So, und ich versuche ihn erstmal möglichst lang zu lassen, wenn ich hier so lang reite. Das bedeutet nicht, dass ich meine Verbindung komplett aufgebe oder wegschmeiße, aber ich möchte nicht ihn jetzt irgendwie super kurz halten, ihn bedrängen, zusammenstellen, zusammenhalten, sondern ich möchte eigentlich, dass er die Möglichkeit hat, hier gerade auch seine ersten Runden so zu gehen, dass er alles sehen kann, alles angucken kann, was er gerade interessant findet, aber natürlich ohne zu scheuen, wegzuspringen, loszurennen. Also wenn er in einem gleichmäßigen Schritt geht, so wie er es jetzt macht, ich möchte nicht, dass er den Hufschlag verlässt, dann hole ich ihn wieder raus, kann er sich hier alles angucken und er kann auch was spannend oder gruselig finden. Mir ist halt nur wichtig, dass er trotzdem weiterhin ganz normal geradeaus geht. So, jetzt flattern da irgendwelche Planen um die Heuballen. Das ist auch okay, wenn er da so ein bisschen flotter ist oder so ein bisschen guckt. Ich versuche einfach selber dann ruhig zu bleiben und entspannt auf dem Pferd zu sitzen. Trotzdem gebe ich die Verbindung nicht auf. Was ich gerne mache, dieses mit der einen Hand reiten, wo dann manche sagen, hey, nimm doch mal die Hände an den Zügel. Ich merke selber, dass wenn ich eine Hand loslasse, ich entspannter auf dem Pferd sitze, als wenn ich mit beiden Händen die Zügel nehme. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht eingreifen könnte, wenn er jetzt losspringen würde. Ich habe da eine relativ gute Reaktion, weil ich viel Jungpferde reite. Wenn der springt, gehen bei mir automatisch die Knie zu und die Hand geht an den Zügel. Das ist jetzt nichts, was ich euch mit auf den Weg geben will, dass jetzt alle Leute die Hand vom Zügel nehmen sollen. Aber mir persönlich hilft das einfach, um entspannter auf dem Pferd zu sitzen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn ich entspannt auf dem Pferd sitze, fängt er auch wieder an zu entspannen. Ja, jetzt hat er gerade einmal abgeschnauft. Die Lenkung ist natürlich nicht so einfach mit einer Hand. Das lernen die bei mir aber dann auch ganz flott, weil ich das wichtig finde, auch so ein bisschen unabhängig lenken zu können. Jetzt gucken wir mal, ob wir das so noch mal schaffen, da durch unsere gruselige Ecke, weil da hinten so eine Plane weht. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. So ist brav. Dann rede ich ein bisschen mit ihm. So ist brav. Fein. Genau. So ist brav. Aber ich möchte, dass er von sich aus hier durchgeht. So ist fein. Und er darf auch gucken. Ich muss auch sagen, der Wasserschlauch, der hier so liegt am Rand, der liegt hier normalerweise nicht. Das ist jetzt nur, weil wir keinen Regen hatten und die eine Wiese ein bisschen beregnen müssen, die neu gesät worden ist. Den Schlauch hat er da sonst also nicht liegen. Da guckt er auch mal nach und ich finde es auch okay, dass junge Pferde generell mal gucken dürfen. Ich meine, der ist noch keine 4, also es ist jetzt ja kein Pferd, was irgendwie schon 6 oder 7 ist. Wichtig ist mir einfach nur, dass die Reaktionen im Zaum gehalten werden, also dass er nicht bockt, dass er nicht wegrennt. Selbstverständlich kann man solche Dinge nicht von vornherein vermeiden. Ich versuche nur durch meine Haltung ihm immer das zu vermitteln, dass er einfach weitergehen kann. Auch wenn er guckt oder auch wenn er Angst hat. Wenn wir mal eine Situation haben, wo er nicht weitergehen will oder wo er Angst hat, dann müssen wir da halt ein bisschen dran arbeiten. Dann nehme ich selbstverständlich auch die Zügel auf, dann nehme ich ihn ein bisschen kürzer, dann versuche ich ihn mit meinem Sitz da auch dann hinzubekommen. Ich lasse ihn also nicht vor Situationen wegrennen, vor denen er Angst hat, sondern ich möchte schon, dass er sich der Situation dann auch einmal stellt. Jetzt wechsle ich mal die Hand und dann schauen wir mal, ob wir hier unten an dem kurzen Stück mal auf der rechten Hand vorbeigehen können. Brav ist er. Und ich störe ihn auch jetzt erstmal gar nicht viel vorne. Also ich lasse ihn da so ein bisschen in der Haltung, wie er laufen möchte. Die Arbeitshaltung kommt quasi erst später dazu. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier von rechts aussieht. Jetzt sieht das Ganze natürlich wieder anders aus. Jetzt kann er hier so ein bisschen an den Stütchen gucken. So ist brav, so ist brav, genau. Ich versuche ihm halt immer meine Sicherheit zu geben. Genau, der Schlauch liegt sonst nicht da. Brav, das kann ich auch mal loben. Fein, aber nicht vom Hufschlag runtergehen. Ne? So. Jetzt gehe ich hier so einen größeren Zirkel, damit wir da schneller wieder dran vorbeikommen, weil die andere Seite scheint ja erstmal kein Problem zu sein. Brav. Jetzt gehen wir an der
gruseligen Seite nochmal vorbei. So, ist brav. Also ich war mit dem Quickstep auch schon im Gelände. Es funktioniert auch alles wunderbar. Es gibt immer mal Sachen, die er eben gruselig findet, so wie das bei Jungpferden eben so ist. Und was mir wichtig ist, ist einfach, dass er in jeder Situation handelbar bleibt, weil Angst haben können sie ja mal. Jetzt kann er hier auch gucken, ist kein Problem. Oder er kann auch hier mal so ein bisschen Angst haben. Wichtig ist mir einfach, dass er danach wieder weitergeht. So ist fein, ja. Braucht man keine Angst zu haben, ne? Ich halte dann einfach die Beine dran und versuche mich davon eben einfach nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, wenn mal sowas ist. Jetzt werden wir nochmal daran vorbeigehen. So ist fein, ne? Braver Junge. Es gibt halt verschiedene Methoden, wie man mit sowas umgeht. Die eine ist eben diese, die ich hier praktiziere. Die andere ist, da muss er da halt mal durch. Das versuche ich erstmal zu vermeiden. Ich probiere ihn erstmal so mit der ruhigen, lieben Variante. So ist ja fein. Ja, sehr gut. Ja, fein. Ich rede dann auch immer viel mit dem und wenn er sich getraut hat, auch mal gelobt. Super. Jetzt können wir aber wieder nach oben gehen, damit die Phase der Gruseligkeit so ein bisschen kürzer wird und die Phase hier oben, wo er es nicht so schlimm findet, länger wird. So. Brav ist er fein. So, genau. Gucken darf er. Kein Problem. Natürlich kann jedes Pferd anders reagieren, wenn irgendwie sowas ist. Irgendwas Gruseliges, irgendwas Komisches oder was knallt oder fällt oder fällt hin. Das war eine Biene oder sowas an seiner Nase. Oder keine Ahnung, sagen wir mal, hier reißt sich ein Pferd los und läuft über den Hof. Das irritiert junge Pferde natürlich schon. Und da hat auch jeder ein anderes Pferd. Es gibt das eine, das bleibt stehen und guckt. Das nächste regt sich total auf. Eins steigt, eins bockt. Das ist natürlich ganz individuell. Ich kann jetzt nur von ihm hier sprechen, weil ich ihn jetzt euch gerade mal zeige. Er ist ein Pferd, was schon auch mal nach denen guckt und vor was Angst hat. Aber das Nette an ihm ist, und ich versuche das einfach so beizubehalten, dass er dabei nicht kopflos wird, sondern dass das einfach eine Situation ist, die man meistern kann. Und man merkt auch mit Wiederholungen, dass es einfach besser wird, dass er sich an Sachen gewöhnt. Und das ist mir persönlich halt sehr wichtig, weil man so auch keine Angst haben muss, dass einem hier oben irgendwas passiert oder so. Ja, weil er einfach nicht kopflos wird. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in meine Jungpferdearbeit gefallen. Das ist einfach die Methode oder mein Vorgehen, wie ich daran arbeite, wenn ein Pferd so ein bisschen guckig ist oder wenn es so ein bisschen unsicher ist auf dem Reitplatz. Und wenn die Basis stimmt, kann man natürlich an allem weiterarbeiten. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.